Bevor ich mit meinen Worten beginne, möchte ich etwas sagen, und zwar, was ich wiederhole, dass nämlich von Halle ein Alarmzeichen ausgeht, das keinen kalt lassen darf. Kaltlassende Alarmzeichen sind nämlich übersehende Alarmzeichen, und das ist das dann. Es muss aber ausgehen, denn nur ausgehende Alarmzeichen sind Alarmzeichen für die Zukunft, die es zu gewinnen gilt, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb, dort wo die AfD, der politische Arm des Rechtsradikalismus, dort wo sie das betreibt, dort müssen wir in die Debatte gehen. Aber die größte Gefahr für Deutschland sind wir selbst. Wenn wir nicht zum Beispiel die Bürokratie abschaffen zu 50%, damit Freiheit und Frischluft in Deutschland herrschen. Ja, wir haben das selbst aufgebaut, aber das heißt auch, wir können es auch wieder selbst abbauen. Nur wir können es vermasseln, denn wir haben die Kraft dazu. Aber wir wollen ja, dass es gut und besser wird in Deutschland. Das treibt uns an. Eine bessere CDU. Deshalb hat ein Friedrich Merz ja sehr kurzfristig zugesagt mit seinem großen Auftritt am Freitag oder auch andere. Und in der Folge dann eine Urwahl, die ich nicht als Misstrauensvotum gegen mich verstehe, sondern vor dem Hintergrund einer Negativbeurteilung in der Hinsicht, dass ich Kanzlerkandidatin und dann in der Folge natürlich auch Kanzlerin sein kann als eine lebendige Partei. Deshalb spreche ich heute dann in der Folge auch über Außenpolitik, wo ich ja in Afrika und Baltikum war. Und ja, auch die Türkei ganz klar ein Problem für uns darstellt und auch für die Kurden. Präsident Trump darf sie jetzt nicht im Stich lassen, auch wenn die Kurden damals bei der Entdeckung Amerikas den Weißen nicht geholfen haben. Da bin ich ganz klar. Oder Libyen, oder Libanon, oder all diese ehemaligen Länder. Das sind Probleme, die dem einen oder anderen vielleicht weit weg oder regional vorkommen. Aber gerade das Regionale, weil ich das immer wieder gefragt werde. Wenn es regional im ländlichen Raum keine Hebammen mehr gibt, weil für so etwas die Haftpflichtversicherung zu teuer ist, dann sage ich ganz klar, das ist ein Problem. Oder WLAN, oder dass der Bus nicht mehr kommt. Gut, dass ich das alles mal angesprochen habe als CDU oder Junge Union. Denn die Linken oder Grünen Träumer, die das Klima verbieten wollen, denen dürfen wir unser Land nicht überlassen. Dazu bin ich bereit, mit euch zusammen.